Ah ja. So. 4, 1. R. Thema wird mit kämpfen. Halt, bist du tot. Oder so, wo darf ich denn jetzt eigentlich hin? Ich muss da zurück zu ihr, ne? Jetzt kann ich ja nicht mehr schnell reisen. Hallo, wieso kann man nicht einfach da lang? So eine Straße. Noch eine mit Hindernissen. So, gucken, was sie zu sagen hat, wo der Höker sich versteckt. Dann gehe ich einfach mal zu dem und hau den mal runter. Eva ist viel leichter als dieses riesige Hören und Beschützen, wenn die. Es ist hier die Frage, wo geht's rein? Wenn er weg wäre, dann hätten sich die anderen Probleme alle alleine. Erledigt hier, was ist das? Oh mein Gott. Ja, da guckst du. Mein Plan ist aufgegangen. Ne? Die Schläger des Hökers haben mich angegriffen. Ich weiß. Ich habe auch gehört, dass sie dir keine Schwierigkeiten machten. Das war nicht mein erster Kampf in Korinth. Auch nicht dein letzter. Wir nehmen uns den Höker im Theater vor. Ich habe für ein korinthisches Drama gesorgt, das keiner vergessen wird. Brasidas sorgt sich, dass dem Tod des Hökers Anarchie folgen könnte. Er will ihn tot sehen, aber es soll leise geschehen. Der Mann ist weit weg von Sparta. Wir sind in Korinth und machen es auf die Art der Korinther. Einverstanden. Es wird ein Spektakel. Triff mich und meine Mädchen dort. Die Öffentlichkeit weiß nicht, welch Triumph sie erwarten wird. Da bin ich auch mal wirklich gespannt. Also ich halte das wirklich eigentlich nicht für eine gute Idee, aber ich möchte sehen, was passiert. Theater. Da jemanden abzuschlachten vor den ganzen Leuten. Also, wir passen, die machen sicher gut auf. Wenn da jemand verletzt wird, kriege ich wieder Kopfball, ne? Oh, hallo. Großer Mann aus Stein. Uga, uga. Du wolltest also ein scheiß Schauspiel?
damit du die Gesichter all jener siehst, denen du Unrecht getan hast. Ich werde ihre Gesichter in dein ach so kostbares Blut tauchen. Myrine hätte genau dasselbe verdient. Hm? Du wirst nie über diese Straßen herrschen, du Hund! Oh doch, du kannst dein hübsches Gesicht darauf verwetten. Nimm deine dreckigen Hände! Und wenn ich es tue, reiße ich dir den verdammten Kopf ab und schicke ihn dem Kult als Beweis. Aha. Du kanntest meine Mutter? Sie hat mir nichts als Ärger gemacht, aber das bekommt sie zurück. Wenn ich mit dir fertig bin, finde ich deine Mutter und bringe ihr deinen verdammten Kopf. Nicht, wenn ich ihr deinen zuerst bringe. Du wirst nicht mehr viel sagen können, wenn ich dein Hirn über die Bühne verteilt habe. Verpiss dich aus meinen Straßen! Aber sie gehören dir nicht länger. Verpiss dich aus meinen Straßen! Aha. Ist der? Da unten. Ist er mit? Geht nicht. Geht nicht. Der Weise ist in der Politik Athens verstrickt. Oh, hör. Vier, eins. Höker! Du bist der Höker! Oh! Da geht's nieder! Hallo! Einwohner von Korinth, erblickt das Wiesel, das euer Brot stiehlt! Die Plage, die euer Korn verdirbt! Nee, die sollte nicht töten. Demos wäre enttäuscht von dir. Er ist tot! Es wird Zeit. Genieß deinen Sieg, dann treffen wir uns an einem ruhigen Ort. Ich werde dir sagen, was ich über deine Mutter weiß. Ich genieße meinen Sieg während des Ladebildschirms. Ich kann dir gar nicht genug für alles danken. Und endlich kann ich auch mal Alcibiades dankbar sein, weil er dich schickte. Er steckt mehr in ihm, als man vermuten würde. Er wusste, dass du Korinth von diesem Monster befreist. Das verschafft mir, was ich brauche. Alle profitieren, alle gewinnen. Du hast dich als wertvoller Geschäftspartner erwiesen. Apropos Geschäft. Du schuldest mir etwas. Ja, Myrine. Sie kam und verließ Korinth in Eile, doch sie hinterließ bleibenden Eindruck bei mir, wie ein großer Sturm. Daran kann ich mich auch sehr gut erinnern. Eine starke Frau, von großer Intensität. Sie suchte ihren Platz hier in Korinth, doch sie fand nicht, wonach sie sich sehnte. Du sprichst gütig von ihr. Du warst ihre Freundin. Vielleicht oberflächlich. Sie war erfüllt von einem Schmerz in ihrem Innern, den niemand durchdringen konnte. Wie habt ihr zwei euch kennengelernt? In dieser Nacht regnete es in Strömen.
Ich sah sie auf der Straße schlafen und bot ihr Obdach. Sie war eine Landstreicherin? Ich frage mich, was mein Vater davon gehalten hätte. Ich weiß nicht, was ihr passiert ist. Sie sagte mir nur, dass sie den Ort verlassen hatte, der sie entzweite. Sparta. Hat sie Arbeit gefunden? Sie blieb für sich. Ein Auge immer auf den Hafen gerichtet. Sie hätte bei uns bleiben können. Aber ich denke, sie suchte nach etwas anderem. Hat sie nichts über ihre Vergangenheit erzählt? Einen Mann, ihre Familie? Gar nichts. Der Gedanke an Sparta betrübte sie nur. Es war, als würde ein Teil von ihr fehlen. Und nach Korinth, wohin ging sie dann? Nun, das weiß ich nicht. Sie muss dir irgendeinen Hinweis gegeben haben. Ich glaube nicht, dass sie wusste, wohin sie gehen wollte. Alles, was ich weiß, ist, dass sie beim Würfelspiel ein Schiff gewann. Tyche schuldete ihr wenigstens das. Ich erinnere mich an den Namen des Schiffs. Klang der Sirenen. Klang der Sirenen. Es war berühmt dafür, jedes Hindernis, das Poseidon bereithielt, zu überstehen. Hab Dank, Anthusa. Mögen dich die Götter mit sanftem Blick bedenken. Besuch mich jederzeit. Ich halte dich über Korinth auf dem Laufenden. Es scheint, mich erwartet eine interessante Zukunft. So wie mich. Klang der Sirenen. Wenn ich jemanden finde, der das Schiff kennt, komme ich ihr langsam näher. Wieder mit dem Höker. Ja, dann schauen wir mal weiter. Wo ist denn hier unser Chaos? Argolis. Oder auch nicht. Aber sollte ich nicht eben auf Mykenes was machen? Naja. Ah, ich weiß noch gar nicht. Die Klingel, ja, ist ja der Stall Argos. Sie liegt südlich des Blutorakels. Wo ist es? Das Blutorakel. Da, was ist das? Oh nein. Da ist auch noch einer. Oh oh. Schon auf runtergesprungen. So, erstmal jetzt hier zu dem. Er braucht der Lightschatz. Nein, er macht eine Quest. Sag nicht auf. Dann für den Schönling da. Alcibiades, du scheinst dich gut zu amüsieren. Die Götter ist Verlass. Ich wünschte, jemand so schönes wie ich wäre hier. Und schon kamst du. Es ist fast schon unrecht, dass wir beide am selben Ort sind. Jetzt müssen sich alle anderen schlecht fühlen. Kümmer dich nicht um die. Die armen Narren haben ihr Schicksal akzeptiert. Die Götter wollten, dass es den meisten an Schönheit mangelt, während wir im Überfluss baden.
Dir ist schon klar, dass es Tag ist, nicht wahr? Was willst du damit sagen? Du fängst ein bisschen früher an, meinst du nicht? Anfangen? Nein, nein. Ich begehe das Ende auf die spektakulärste Weise. Eine weitere glanzvolle Feier also. Gibt es noch andere? Ich habe ein kleines Problem. Es ist ein wichtiger Politiker hier, der dringend nach Hause muss. Aber bei den Göttern, ich bin hier unentbehrlich. Ich bringe ihn sicher nach Hause. Ja, sicher, genau. Es ist kein schwieriger Weg, aber es kann durchaus sein, dass du ihn tragen musst. Den Glücklichen. Lass ihn doch hier übernachten. Würde ich, aber es ist nie gut, wenn ein Politiker über Nacht bleibt. Ich habe da meine Regeln. Überrascht mich, dass du Regeln hast. Du weißt, wie die sein können. Wollen ununterbrochen reden. Das ertrage ich nur für begrenzte Zeit. Aber für dich würde ich alle Regeln brechen. Wie schön. Was macht ihn denn so besonders? Tja, es hatte irgendwas mit dem Volk zu tun, glaube ich. Götter, ich weiß es nicht. Du könntest auch fragen, was ich vor 10 Tagen gegessen habe. Also, feierst du wohl oft? So oft ich nur kann. Ich weiß nicht, wie du das schaffst. Übung, Übung, Übung. Je öfter ich feiere, desto größer die Chance, einen klareren Kopf zu haben als die anderen. Also willst du dir einen Vorteil verschaffen? Bei Verbündeten? Niemals! Wahrlich, lass uns nicht davon sprechen. Ich versuche, den Politiker nach Hause zu bringen, bevor er völlig weggetreten ist. Wunderbar. Bringe ihn zu seinem Haus nördlich des Hafens von Piräus. Du solltest es dort in der Nähe finden. So, was für Folgen. Was ist das da noch mega? So, lauf ich mal. Durch dieses. Die Welt dreht sich und hüpft auf und ab! Ach, der ist da oben, sehr gut. Oh, der kommt aber zu mir. Bleibt da, der kommt auf mich. Auf geht's. Hier werden sie besonders wachsam sein. Moment, warum gehen wir hier lang? Hm? Oh oh, der soll entfernt werden. Wieder einmal werde ich verarscht. Bist du sicher, dass wir hier richtig sind? Kommt mir nicht bekannt vor. Warum hast du mich hergebracht? Interessiert mich aber nicht, dass er was sagt, ne? Ob er wirklich hier wohnt? Genau wie angekündigt. Pack ihn! Du hast mich gerettet. Fällt dir ein Grund ein, warum dich jemand töten will? Ich bin Politiker. Könnte alles Mögliche sein. Vielen Dank, Söldner. Ja, sind wir richtig? Na gut. Er war wohl nur ein bisschen verwirrt. Ach, noch so ein... Und so hat er es auch.
Dann gucken wir mal, was der wieder zu fasern hat. Opilea. Diese Darbietung nenne ich das Schoßhündchen. Ich frage mich, wie... Herr Mippos ist zu weit gegangen, Sokrates. Die Athener haben Perikles viel zu verdanken. Und doch spricht er nur von Kleons Größe. Aristophanes, hast du nicht dasselbe mit Hermippos gemacht? Vergleiche mich ja nicht mit diesem Mann. Seine Stücke sind eine Plage. So etwas könnte ich an einem Nachmittag schreiben. Noch dazu ist er ein Trinker. Ich schreibe für ein kluges Publikum. Und doch verurteilst du dein Publikum. Sollte es nicht klug genug sein? Pass auf, Sokrates. Sonst mache ich dich zur Hauptfigur in meinem Stück. Stimmst du, Sokrates, zu, dass Hermippos sagen kann, was er will? Klar. Das sind nur Worte. Hermippos sollte sagen dürfen, was er will. Ganz gleich, was er sagt? Was, wenn er seine Werke nutzt, um dich zu verleumden? Nicht nur in Athen, sondern im ganzen Land. Dass er sagen kann, was er will, heißt nicht, dass er meinem Speer entkommt. Dann hat alles, was wir sagen, Konsequenzen. Selbst wenn wir das Recht haben, es zu sagen. Ein faszinierender Gedanke, findest du nicht auch? Wenn du so ein Problem mit Hermippos hast, warum unternimmst du nicht selbst etwas dagegen? Das würde ich, aber ich konnte ihn bisher nicht finden. Wer weiß, vielleicht hast du ja mehr Glück. Es kann nicht so schwer sein, Hermippos zu finden. Das habe ich mir auch gedacht. Vielleicht hat er nur Angst, dass ich ihn finde. Wenn Hermippos dann vor dir steht, was wirst du ihm sagen? Ich bin mir noch unsicher, aber ich verspreche dir, es wird ein großes Spektakel. Es klingt fast, als wärst du eifersüchtig auf Hermippos. Ich? Eifersüchtig auf ihn? Trauer wird leicht erzeugt, aber jemanden zum Lachen zu bringen, erfordert Geschick und Talent. Wo Hermippos auch sein mag, ich finde ihn. Das will ich aber auch hoffen. Seine Residenz wäre ein guter Anfang. Im nördlichen Teil von Großathen wird in der Regel schwer bewacht. Dein Haus steht im nördlichen Teil von Großathen. Das? Ah ja. Süden. Norden. Kann ich mal ein bisschen hinlaufen. In dieser Gegend muss ich besonders vorsichtig sein. Sieht aus, als wäre Hermippos hier. Dann sollte ich mich umsehen. Ich dachte, jetzt wäre er hier. Hermippos. Ich dachte hier. Da ist es nicht. Ah!
Eine Maske des Kults des Kosmos. Hermippos muss dort Mitglied sein. Oha, da muss er leider sterben. Anscheinend verfasste Cleo Notizen für Hermippos Stück. Jeder ist ein Schreiber. Cleon. Das ist sehr viel Geld für jemanden wie Hermippos. Das erklärt zumindest seine Villa. Habe ich geholt. Ist das erst seit jetzt oder war es ja schon länger? So im Graben. Gibt es? Hermippos ist unauffindbar. Aber ich habe etwas herausbekommen. Er ist ein Mitglied des Kults des Kosmos. Dann ist es natürlich kein Wunder, dass er Kleon so nahe steht. Perikles und seine Ansichten in Athen zu diskreditieren, dient sowohl Hermippos als auch dem Kult, vermute ich. Hermippos ist definitiv ein Problem. Und? Denkst du immer noch, dass er sagen kann, was er will, Sokrates? Ich weiß weder, was ich denke, noch was ich weiß. Ja, du verdienst dein eigenes Stück. Was ist ein Anführer, wenn er sich hinter den eigenen Mauern verbirgt? Schickt mir Feuer, Sturm oder Seuchen. Doch bringt mir Gerechtigkeit für meine Stadt. Ja, denn... habe ich schon mal gesehen. Das hier. Weil es eine sehr reiche Person, der weiß, will Brasidas Tod sehen. Oh. Hier war das, ne? Weiß wartet auf eine Agora. Wo ist denn mein. Da oben mein Mitboss. Gut.